Sag mal gerade meinen Bildschirm teilen. Perfekt. Gut, schauen wir das gerade an. Wir sind von der Novagrid her sind wir seit 2011 im Markt unterwegs, vor allem im Bereich Monitoring von Photovoltaikanlagen. Wir haben mit Sodalog unser Hauptprodukt, das wir vertrieben seit 2011 und haben dort ca. 30% von allen Solarinstallationen, von der Gesamtleistung installierten Solaranlagen, wird heute über den Sodalog überwacht oder gemanagt. Wir haben unter anderem und neben dem Monitoring sind wir im Energiemanagement tätig. Also wir machen da vor allem im Bereich Eigenverbrauchsoptimierung für Wärmepumpe, Warmwasser im Zusammenhang auch wieder mit dem Solarlog eigenständige Eigenverbrauchsoptimierungen, um das Maximum auszuholen aus der Anlage. Und sind seit 2018 auch im Bereich CEF aktiv und haben etwas über 400 Projekte bereits können realisieren. Wir vertreiben das Produkt ClimKit, also die Lösung ClimKit. Das schauen wir heute näher an und sind für die Deutschschweiz und fürs Tessin zuständig. ClimKit selber ist das Unternehmen in Vevey und kümmert sich direkt als Partner, als Hersteller, so quasi für die Romandie. E-Mobility sind wir auch aktiv, vor allem alles, was anbelangt in Bezug auf Lastmanagement, vor allem dynamisches Lastmanagement, wenn es um Multimarken-Unterstützung geht von Ladestationen, da sind wir mit ClaimUp unterwegs. CEF, was ist das CEF? CEF ist ein Erfolgsmodell, wo seit 2018 im Markt verfügbar ist in der Schweiz und ist auch wie auch Österreich und andere Länder ist das ein spezielles Modell, wo wirklich funktioniert. Und da reden wir wirklich von einer Win-Win-Win-Situation. Das CEF ist aktuell heute noch das Jahr so, dass das CEF machbar ist an einem Netzeinspeisepunkt. Also ein Netzeinspeisepunkt, was hinter dem Netzeinspeisepunkt ist, kann man das CEF bilden. Das heisst, es kann ein Mehrfamilienhaus sein, es kann ein Gebäude sein mit mehreren Wohnungen, es kann auch Stockwerkeigentümerschaft sein, aber es kann auch da, wie dem Bild dargestellt, auch ein Areal sein, sofern das alles über einen Netzanschlusspunkt vom Energieversorger festgelegt worden ist. Wichtig ist, dass es CEF ein CEF ist, braucht es mindestens 10% Photovoltaikproduktion, um den Verbrauch zu decken. Also 10% vom Verbrauch muss aus Photovoltaik daherkommen. Also man kann jetzt nicht zwei Module zum Beispiel installieren und dann ein CEF bilden. Also es muss eine gewisse Tragweite haben für die Verbrauchergemeinschaft. Und wie es der Name sagt, Zusammenschluss zum Eigenverbrauch ist also eine Community, also ein Zusammenschluss. Also man tut quasi entscheidet, also vor allem der Anlagebesitzer, der installiert eine Anlage aufs Dach und kann dementsprechend den Solarstrom an den Mieter oder den Stockwerkeigentümer oder generell an den Verbraucher verkaufen zu einem maximalen Tarif von 80% vom EW-Tarif. Das heisst, das ist auch festgelegt worden seit 1. Januar 2023, dürfen CEF-Leiter, also die schlussendlich das CEF aufbauen, dürfen den Solarstrom bis maximal 80% vom EW-Tarif wieder verkaufen. Es ist auch denkbar, den Solarstrom bis zu maximalem EW-Tarif zu verkaufen. Dementsprechend müssen aber die Gestehungskosten von der Solaranlage dermaßen hoch sein, dass das auch eine Begründung darstellt. Ich mache ein Beispiel: Wenn es eine Fassadenanlage ist, wo teurer worden ist als geplant und die Gestehungskosten praktisch fast identisch sind oder gleich wie ein EW-Tarif, da kann man dementsprechend auch bis maximal den EW-Tarif gehen. Aber grundsätzlich gilt die 80%-Regel. Ich kann natürlich auch weiter runtergehen, dass da schlussendlich ein Win-Win herrscht. Einerseits für den CEF-Leiter, wo der Solarstrom kann je nach Markt den Solarstrom deutlich teurer verkaufen als der Netzeinspeisung, wo es EW dann vergütet. Andererseits hat natürlich der Verbraucher den Vorteil, dass er einen günstigeren Strom verwenden darf und natürlich dann aus erneuerbaren Quellen.
Auch für das EW ist das natürlich nach wie vor interessant, weil durch den höheren Eigenverbrauch, also durch Solarstrom, Produktion, tut man dementsprechend auch das Netz entlasten. Das heisst auch, mehr Eigenverbrauch heisst auch weniger Netzbezug und auch vor allem bei der Spitze kann man dementsprechend entgegenwirken. Das heisst, man hat auch einen schnelleren Return on Investment für den ZEV-Leiter und dementsprechend ist das ein Win auch für den Bauherr. Dann nochmal das Schema, wie das aussieht. Wir haben auf der linken Seite den Energieversorger, der wird weiterhin den Netzstrom verkaufen. Da ist jetzt so, dass es gibt nicht mehr pro Partei einen Zähler vom EW, das heißt, es gibt nur noch einen Hauptzähler seitens EW, der wird am Netzeinspeisepunkt installiert und was alles dahinter ist, zählt für das EW wie einen grossen Kunden und nicht mehr jede einzelne Partei. Dafür, damit das ZEV werden werden Privatzähler, also Smart Meter, installiert von unserer Seite. Sind das jetzt Klinkenzähler oder Solarlochzähler, kann man da pro Partei das Ganze messen und installiert nämlich auch einen Zähler am Einspeisepunkt, dass man das gleiche misst wie das EW und man installiert natürlich da einen Zähler auch für Photovoltaikproduktion. So haben wir eigentlich jeden Punkt gemessen und können alle 15 Minuten die Lastgänge auslesen und dann auch aufs Portal hochladen. Das bedeutet, dass wir alle 15 Minuten auch wissen, was Wohnung 1 verbraucht hat an Solar- und Netzstrom oder auch die Familie da im zweiten Stock, auch was die Familie verbraucht hat an Solar- und Netzstrom, auch in den 15 Minuten. Und das Gleiche auch für den Allgemeinstrom, sprich das jetzt, das kann Treppenhaus sein, Wärmepumpe, Garage etc. Genau, wir haben von den 10%-Regeln geredet. Das heisst, es muss 10% Solarstrom verfügbar sein. Ein Netzanschlusspunkt. Wichtiger Faktor ist für den Grossverbraucher, also wenn das ZEV gesamthaft mehr als 100 Megawattstunden oder 100.000 Kilowattstunden Verbrauch aufzeichnet pro Jahr, kann man mit dem an Freimarkt. Das heißt, man kann dann quasi sich das EW auslesen und dementsprechend dann prüfen, welcher Preis am besten für einen passt. Das ist sicher noch spannend, generell auch, wenn das Modell dann auch weiterhin wächst. Nächstes Jahr, jetzt durch das Jahr, wo angenommen worden ist für das Stromgesetz, wird ab nächstes Jahr werden auch sogenannte virtuelle ZEVs möglich sein. Also man kann dann auch neben dem Anschlusspunkt kann man eigentlich weiterfahren bis zu der Sammelstelle vom EW, wo man dann zum Beispiel auch eine Nachbarschaft, je nachdem, könnte dann mehrere Netzanschlusspunkte in ein virtuelles ZEV zusammenfassen und sogar weiter kann man ein LEG erstellen. Das heißt, bis auf Gemeindeebene können wir theoretisch dann auch neue Systeme entwickeln. Das braucht aber jetzt noch ein paar Verordnungen, ein paar Rahmenbedingungen, die werden Ende dieses Jahr bekannt geben, dass wir auch solche virtuelle ZEVs oder LEGs dürfen umsetzen. Wir nutzen das System Clinkit. Das ist für uns das Tool, das System, wo multifunktional ist. Das heißt, man kann einerseits Strom abrechnen, man kann auch an Ladestationen sauber abrechnen nach effektivem Verbrauch pro User, pro RFID-Karte. Man kann auch die Nebenkostenabrechnung umsetzen mit Clinkit. Das wenn es darum geht, Wärme, Wasserzähler auch noch zu inkludieren. Wir gehen auch weiter im Bereich Eigenverbrauchsoptimierung, können wir auch die Abrechnungen machen für Wäschereimanagement. Also wenn ihr jetzt einen Wäschmaschinentömer habt im Keller, kann man die auch wie eine Ladestation in dem Sinn mit einem RFID-Karte aufzeichnen. Dann wissen wir, wer hat wie viel Kilowattstunden verbraucht für die Wäschmaschine und auch wie viel Wasser verbraucht worden ist und das auch sehr, sehr spezifisch dann auch abrechnen. Das sind dann nochmal unsere Module. Das Hauptmodul, das wir heute anschauen, ist das Basismodul, das ist Community. Da geht es effektiv um die ZEV, um die Standard klassische ZEV-Abrechnung von der Stromzähler. Wir bieten zwei Lösungsansätze an. Wir fangen mit der Lösung 1 an. Da geht es um die Standardlösung, da geht es um die einfache Messung und Abrechnung. Jetzt haben wir da in dem Schema eingezeichnet, wir haben da auf der linken Seite das EW
wo weiterhin den Strom, wie gesagt, liefern tut. Und das EWE hat da einen Vertrag mit euch, sprich mit dem ZEV-Leiter, mit dem Eigentümer von der Liegenschaft und liefert dementsprechend das Produkt X. Ich mache ein Beispiel BKW Strom blau oder BKW Strom grün. Und dementsprechend wird da der Solarüberschuss, der generiert wird in der Liegenschaft, wird auch vom EWE direkt ausgezahlt. Und da wird die Speisevergütung da direkt am Eigentümer ausgezahlt. Jetzt, damit ihr natürlich die Rechnungspunkte, die ihr jetzt mit dem ZEV aufnehmt, mit ClimKit auch könnt abrechnen, bieten wir mit ClimKit eine Verwaltung an, sprich eine Online-Lösung, wo man die Zähler, wie gesagt, alle 15 Minuten auslesen und könnt dementsprechend alle Quartal eine Messung und eine Kostenabrechnung umsetzen. Das bedeutet, dass ich dann pro Partei habe ich eine saubere Auflistung von wie viel Solarstrom und wie viel Netzstrom und wie viele Gebühren auch. Das sind auch EWE-Gebühren, das sind auch ClimKit-Gebühren dabei. Das soll jeder Verbraucher zahlen. Und dann wird quasi all Quartale so ein PDF generiert pro Partei. Das PDF kann natürlich der Eigentümer oder die Verwaltung von der Liegenschaft dann aufnehmen und selber dann eine Rechnung stellen anhand von der Information und muss nicht Zähler ablesen. Also eigentlich, das ist der Vorteil, das System grundsätzlich die ganze Rechnung macht, pro Partei, pro Quartal. Und dementsprechend ist das Inkasso auf der Seite von der Verwaltung, sprich vom Eigentümer, für die Rechnungen. Auch die EWE-Rechnungen zahlt da die Verwaltung von der Liegenschaft. Das heißt, ClimKit nutzt ihr als Tool, als Lösung, um können die richtigen Tarife, die richtigen Benutzereinstellungen vornehmen, dass die Zählerdaten dann auch korrekt dann auch umgesetzt werden. Für das kostet das Ganze, also für die Nutzung ist das 3,50 Franken pro Zähler pro Monat oder 42 Franken pro Zählpunkt pro Jahr. Das heißt, die Gebühren dann wir, wenn nichts anderes definiert ist, per Default gerade in die Messung und Kostenabrechnung integrieren, damit ihr die Gelder, die 3,50 Franken pro Monat pro Partei, könnt auch gerade einkassieren. Das heißt, es tut sich anhand von der Verbraucher oder von der Bewohner selber finanzieren, das System. Das heißt, die haben da die Kosten nicht zu tragen. Für den Bewohner vom Gebäude sind die 3,50 Franken deutlich günstiger als früher der Grundtarif, wo sie zahlt haben pro Zähler pro Monat seitens EWE. Das ist ja meistens zwischen 7 Franken und 12 Franken gewesen, je nach EWE und Region. Es gibt natürlich aber auch EWEs und Gemeinden, wo keine Grundtarife erhoben haben. Dafür ist dort der Tarif höher gestellt für Kilowattstunden. Also in dem Zusammenhang dürfen die 3,50 Franken nicht verrechnen, wenn es eine Gemeinde hat, wo früher, also sprich ohne ZEV, kein Grundtarif wird verrechnen. Aber ich sage jetzt, in 95% der Fälle in der Schweiz wird da ein Grundtarif verlangt. Dementsprechend können mit den 3,50 Franken der Bewohner weiterhin günstiger fahren als bisher. Falls ihr aber sagt, ihr möchtet gerne die Lösung 2 haben, sprich noch inklusiv, neben der Messung und Abrechnung auch die Verwaltung. Das bedeutet, dass das ganze Inkasso nicht mehr ihr oder die Verwaltung muss vornehmen, sondern es kann ClimKit direkt machen. Da ändert sich das Schema deutlich. Man hat das EWE weiterhin als Versorger für den Strom. Da wird jetzt aber die Stromrechnung nicht mehr direkt an den Eigentümer oder an die Verwaltung geschickt, sondern an die Rechnungsadresse ClimKit. Das heißt, ich habe nach wie vor den Vertrag mit dem EWE, aber die Rechnungsadresse, die geht jetzt zu ClimKit und ClimKit zahlt in eurem Namen die Rechnung für das ganze ZEV. Das heißt, da haben wir auch einen Vorteil, dass ihr als Risiko, sprich jetzt mal Faktor Liquidität, könnt euch auf ClimKit stützen. Das heißt, ClimKit zahlt je nachdem an Kontorechnungen oder die effektiven Verbrüche von dem ZEV, von dem EWE. Und dort nebst der Messung und Kostenabrechnung auch gerade die Rechnung direkt stellen der Bewohner und kassiert all Quartal den verbrauchten Netzstrom, wo da ja auch verrechnet wird, und zusätzlich der Eigenverbrauch vom Solarstrom. Und dementsprechend gibt es da am Schluss einen Gewinn. Und der Gewinn wird dann einmal im Jahr am Eigentümer ausgezahlt. Und das jeweils im Juni vorne. Das heißt, jetzt ist gerade am Laufen. Das Jahr 2023 wird jetzt demnächst, den nächsten paar Tagen, ausgezahlt.
für das Jahr, also sprich im 2024, im Folgejahr, im Juni werden die Gelder dann ausgezahlt. Da haben wir von den Gebühren her nebst den 3,50 Franken für die Messung und Abrechnung noch weitere 3 Franken für die Rechnungsstellung und Verwaltung. Das heisst, wenn ihr euch für die Lösung 2 würdet entscheiden und das für euch die beste Option ist, dann reden wir da von 6,50 Franken pro Messpunkt pro Monat. Und auch da können wir in den meisten Fällen können wir das eigentlich eins zu eins direkt den Bewohner anrechnen und dementsprechend tut sich das System auch da finanzieren. Wir haben eigentlich zwei wesentliche Pflichten, also der CIF-Leiter hat da zwei wesentliche Pflichten vorzunehmen. Pflicht Nummer eins ist ganz klar der Mieterwechsel oder die Parteiwechsel, also wenn jemand auszieht aus der Wohnung oder aus einer Einheit, dann muss der CIF-Leiter das melden, sprich Verwaltung das im System pflegen, dass man weiß, okay, Partei Meier ist ausgezogen und Partei Müller zieht ein, damit das System dementsprechend das kann super abgrenzen und auch abrechnen. Genau, die zweite wesentliche Pflicht vom CIF-Leiter ist Tarif, der Tarifcheck. Das heißt, jedes Jahr gibt es ja seitens EW Anpassungen vom EW-Tarif. Klinkit ist bemüht, dementsprechend auch immer gerade anhand vom Produkt, das ausgewählt ist. Beispielsweise, wir haben jetzt BKW Blau oder BKW Grün ausgewählt. Dann wird Klinkit, dass der BKW Blau oder BKW Grün Produkt dann auch fürs nächste Jahr update anhand von den Tarifblättern. Aber dementsprechend haben wir keine Kontrolle, falls ihr mit dem EW ein neues Produkt werbt oder ein anderes Produkt kauft. Dann muss das alles gemeldet werden, sprich, könnt ihr eigentlich gerade den Tarif selber nochmal prüfen, einmal im Jahr, jeweils im ersten, während dem ersten Quartal, bevor die ersten Rechnungen rausgehen, ist das wichtig, dass ihr das nochmal gegenprüft, ob der Tarif so für euch noch stimmt. Genau, ja, ansonsten werden dann die Tarife so übernommen und dementsprechend so abgerechnet und im Fall müssen wir dann eben Rechnungen korrigieren, stornieren etc. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man die zwei Pflichten erfüllt. Dann nochmal schematisch, wie das aussieht. Wir haben einerseits haben wir jetzt, wenn wir jetzt die Zähler anschauen, das sind jetzt die privaten Zähler. Da haben wir ganz unten der EW-Zähler am Netzeinspeisepunkt. Wie gesagt, wenn wir eigentlich am gleichen Ort seriell unsere Hauptzähler installieren. Der kann je nachdem mit Wandler oder auch ohne Wandler installiert werden, je nach Größe und Anschlusspunkt. Auf der Produktionsseite wird auch ein Zähler installiert. Das sind alles MID-zertifizierte Zähler. Das heißt, man hat die, das sind geeignete Zähler für die Messung. Und die werden alle über einen RS485 Plus miteinander verbunden. Da sehen wir jetzt da die Parteien, die Wohnungen, zum Beispiel Wohnung 1, 2 und 3. Und das ist vielleicht der Allgemeinstrom, werden die seriell verbunden über den Kommunikationsbus, dann über das Gateway. Wo die Daten aufnimmt und dementsprechend über das Internet dann auf Plattform zur Verfügung gestellt. Je nachdem, wenn es keinen Internetanschluss hat, bieten wir dortige 4G-Router an und können die Anbindung auf jeden Fall vorzunehmen, weil je nachdem im Keller gibt es da keinen Internetanschluss. Da ist je nachdem wichtig, dass man einfach die richtige Karte nimmt, also wenn zum Beispiel das Signal schwach wäre, mit Swisscom oder Sunrise oder Salt, dass man einfach da der richtige Anbieter wählt, dass man da eine gute Verbindung kann herstellen. Da habe ich noch ein paar wichtige Links noch zusammengefasst. Ich schicke euch dann gerne die Präsentation im Nachgang als PDF zu. Ganz wichtig, so Quick Links. Einerseits, wie kann ich all die Informationen, wie komme ich zu all den Informationen, sprich Dokumentationen, technische Inbetriebnahme etc. haben wir da quasi unser Wikipedia, wenn ihr so wollt, unsere Online-Dokumentation docs.klinkit.io. Da haben wir nochmal einen direkten Link, wie man einen Mieterwechsel macht mit einer Videoanleitung und auch Tarife. Könnt ihr da als Video anschauen, dass ihr seht, wie so eine Tarifanpassung vor sich geht. Wir können aber dementsprechend bei jedem neuen Projekt die Tarife das erste Mal aufnehmen, anhand von euren Informationen und dann die auch grundsätzlich mit euch abstimmen, dass wir die können auch freigeben. Aber danach, in den Folgejahren, ist es wichtig, dass ihr wisst, wie man so einen Tarif kann, je nachdem anpassen oder freigeben. Das gleiche auch mit dem Mieterwechsel. Dann haben wir den Leitfaden vom Eigenverbrauch, sprich von Swiss Solar.
das neueste Dokument, wo es darum geht, mal rechtlich nochmal zu prüfen, was ist alles enthalten, warum hat die CEF die Richtlinie. Und man hat da noch direkte Links zu den Strompreisen, wenn euch das interessiert, generell, wie sich der Strompreis verhält. Wie auch, wenn es um Solar und die Solareinspeisevergütung geht, gibt es da einen tollen Link, wo man dann pro Gemeinde kann schauen kann, was komme ich eigentlich über für Kilowattstunde Solarüberschuss. Da haben wir noch den direkten Link zum Portal, wenn man sich dann einloggen kann aufs Klimkit-Portal. Und da noch die zwei direkten Links für die App, für diejenigen, die dann der Mieter möchte gerne auch die App schmackhaft machen, dann kann man sich mit der App sich einloggen und die Daten auch den Gutachter, sprich die Rechnungen und die Verbrüche von dieser Liegenschaft.